Hallo ihr Lieben, es ist soweit, das Jahr 2018 ist vorbei und wir haben das Jahr 2019. Zumindest gehe ich davon aus, dass dieses Video dann aus 2019 online gehen wird. Ich drehe es jetzt schon 2018 noch, aber ich gehe davon aus, dass es aus 2019 online geht. Ist ja auch völlig wurscht. Auf jeden Fall soll es in diesem Video um meine Buch-Highlights und meine Buch-Lowlights aus dem Jahr 2018 gehen. Wobei ich sagen muss, dass es bei den Highlights wirklich schwer war, da sich auf welche festzulegen. Und bei den Lowlights möchte ich anmerken, dass es eigentlich kein Buch gibt, was richtig schlecht ist. Es ist ja immer nur meine Meinung und mein Empfinden zu den Büchern. Nur weil ich dieses Buch schlecht finde, muss es ja nicht grundsätzlich schlecht sein und euch nicht gefallen. Das möchte ich an dieser Stelle einfach einmal erwähnt haben. Und was ich bei den Lowlights noch erwähnt haben möchte, das sind Bücher, die mir teilweise auch wirklich gefallen haben, wo ich aber teilweise vielleicht andere Vorstellungen hatte oder wo halt einfach irgendwas war, dass sie nicht ganz so perfekt waren. Das sind einfach die 6 Bücher, die mir dieses Jahr am wenigsten gegeben haben, die mir am wenigsten gefallen haben. Ich muss auch sagen, es ist wirklich schwierig, überhaupt Bücher rauszusuchen, die Lowlights sind, da es eigentlich dieses Jahr keine richtig schlechten Bücher für mich gab, außer eins. Aber ansonsten, die Bücher haben mir alle gut gefallen, es waren tolle Geschichten und es waren jetzt halt bei den Büchern, die ich rausgesucht habe, immer irgendwas, wo ich sage, dass dieses Buch nicht 100% perfekt war, dass da immer irgendwas war, was mich gestört hat. Deswegen habe ich es jetzt einfach zu meinen Lowlights gezählt, aber es sind im Prinzip keine wirklich schlechten Bücher, das möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal erwähnt haben. Ich möchte einfach nicht, dass ihr euch jetzt wundert, wenn ich euch ein Buch zeige, was mir nicht so gefallen hat und ihr sagt, hey, da hat sie doch gesagt, dass ihr das ganz gut gefällt. Das kann durchaus passieren. Wie gesagt, es sind die Bücher, die mich am wenigsten begeistern konnten. Das heißt aber nicht, dass diese Bücher schlecht sind und ich rede schon wieder viel zu viel. Ich würde sagen, wir starten mit dem Positiven. Wir starten mit meinen Buch-Highlights 2018. Ich habe hier 5 Liebesromane rausgesucht und 7 Jugend-Fantasy-Science-Fiction-Bücher. Ich konnte mich einfach nicht auf 5 begrenzen. Es ging nicht. Ich konnte mich zwischen diesen 7 nicht entscheiden, deswegen sind es da einfach 7 geworden und bei den anderen 5. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Liebesromanen an und ich zeige euch die 5 Liebesromane, die mir dieses Jahr am besten gefallen haben. Hier möchte ich noch sagen, dass es keine Reihenfolge gibt bei diesen 5 Büchern. Die gefallen mir alle gleich gut, die Bücher. Das sind die Bücher einfach, die mich dieses Jahr am meisten berührt haben, am meisten zum Lachen gebracht haben, wo ich einfach das meiste auch mitgenommen habe, wo mir die Geschichten auch noch am präsentesten im Kopf sind. Ich denke, das ein oder andere Buch wird euch überraschen, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange jetzt mal an. Und das erste Buch, was zu meinen Highlights gehört, ist Wie die Stille unter Wasser von Brittany C. Cherry. Ich glaube, das konntet ihr euch schon denken. Ich liebe dieses Buch. Ich liebe dieses Cover. Und ich habe ja das Buch auch seit der Messe signiert von Brittany C. Cherry. Und ja, Wie die Stille unter Wasser ist definitiv ein Jahreshighlight für mich. Ich fand diese Geschichte so unglaublich gut. Diese Geschichte hat mich so berührt. Und ich habe so mitgefiebert mit der Protagonistin und auch mit ihm. Und es war einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte und ja, ich liebe Brittany C. Cherry einfach, wie ihr wisst. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass ich dieses Buch hier sehr, sehr liebe und die Geschichte mich absolut berührt hat und ich auch wirklich hier mitgelitten habe und mitgefiebert habe und auch mitgeweint habe unter anderem. Und ja, und deswegen ist Wie die Stille unter Wasser eins meiner Jahreshighlights. Oh, das ist so toll. Er ist einfach so toll. Ich lege das jetzt einfach mal irgendwie hier so hin. Mein zweites Jahreshighlight ist One Dream von Lauren Blakely. Dieses Buch ist einfach so unsagbar niedlich. Diese Geschichte ist mir immer noch so präsent in meinem Kopf. Die Geschichte rund um Abby und Simon. Und Simon sieht aus wie Chris Hemsworth. Also von daher, dieses Buch ist einfach toll. Nee, mal im Ernst, dieses Buch ist einfach wirklich richtig, richtig süß. Es ist eine wahnsinnig tolle, niedliche Liebesgeschichte. Und dafür, dass dieses Buch wirklich so dünn ist, hat die Geschichte mir sehr, sehr viel gegeben. Sie hat mich zum Lachen gebracht. Ich habe mit der Protagonistin Abby wirklich hier mitgelitten. Ich fand Simon einfach ganz, ganz toll. Und ich fand Hayley, hieß sie Hayley, die Kleine? Hayden hieß die Kleine. Und die fand ich auch einfach so toll. Ich fand, die Autorin hat sich hier so viele süße, niedliche Sachen in dieser Geschichte einfach ausgedacht. Und deswegen habe ich jetzt One Dream zu einem meiner Jahreshighlights gemacht. Einfach, weil diese Geschichte so unsagbar niedlich ist und so toll. Und es ist einfach eine wirklich tolle Geschichte. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ja, deswegen ist One Dream eins meiner Jahreshighlights geworden. Wie gesagt, ich kann mich einfach noch komplett an diese Geschichte erinnern. Die Charaktere sind mir noch im Kopf und das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und ja, machen wir weiter mit dem nächsten Buch und zwar ist das Stay von Helena Hunting. Wer mein Video zu Stay gesehen hat, weiß, wie ich dieses Buch gefeiert habe.
dieses Buch ist einfach so unsagbar witzig. Dieses Buch hat eine so tolle Liebesgeschichte, die sich so toll entwickelt. Und dieses Buch steckt so voller Fremdschämmomente. So, es ist einfach, ich weiß nicht, dieses Buch war wirklich einfach ein Highlight für mich. Ich habe hier wirklich, wie gesagt, mit der Protagonistin auch sehr, sehr mitgefiebert. Ich habe mit ihr gelacht. Ich bin mit ihr durch diese ganzen peinlichen Situationen gegangen. Und ich fand auch Bancroft hier ganz, ganz toll. Und dieses Buch steckt so voller Selbstironie. Das ist einfach genau mein Ding gewesen. Und ja, also Stay ist definitiv ein Jahreshighlight für mich. Und ich kann mich auch hier an diese Geschichte immer noch richtig, richtig gut erinnern. Und ich freue mich so auf den zweiten Teil. Der kommt jetzt im Dezember noch raus. Also ihr seht ja dieses Video wahrscheinlich jetzt aus dem Januar. Also wird dieses Buch wahrscheinlich schon draußen sein. Und das werde ich mir auf jeden Fall holen. Der zweite Teil heißt Keep. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Da geht es um die beste Freundin von Ruby, unsere Protagonistin aus dem ersten Teil. Und ich kann euch Stay wirklich nur empfehlen. Es ist eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte mit sehr, sehr viel Humor und zwei ganz, ganz tollen Charakteren und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich liebe Stay einfach. Es ist ganz, ganz toll. Und das vorletzte Highlight in der Kategorie Liebesromane ist Diamonds for Love, Entflammte Sehnsucht. Das ist der dritte Teil der Diamonds for Love Reihe. Ihr wisst, wie sehr ich diese Reihe feiere. Ihr wisst, wie sehr ich diese Reihe liebe. Ich habe das ganze Jahr über diese Reihe gesprochen. Von Januar bis jetzt und diese Reihe begleitet mich jetzt auch schon das ganze Jahr und ich liebe, liebe diese Reihe einfach. Und der dritte Teil ist und bleibt bisher mein Lieblingsteil. Deswegen zeige ich euch diesen stellvertretend für die ganze Reihe. Es ist einfach eine so tolle Reihe. Ich liebe die Bennett-Familie, ich liebe die Charaktere, ich liebe jede einzelne Geschichte. Ich finde, das hat die Autorin ja einfach alles so toll erzählt. Sie hat hier eine so tolle Familie erschaffen mit einem so wundervollen Hintergrund und es ist einfach alles ganz, ganz toll. Und wie gesagt, der dritte Teil, Entflammte Sehnsucht, ist mein absoluter Lieblingsteil. Und es ist einfach eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte, die hier hinter den beiden steht. Und ja, deswegen Diamonds for Love, Entflammte Sehnsucht, der dritte Teil, ist definitiv eins meiner Jahreshighlights. Und wie gesagt, so ein bisschen stellvertretend für die ganze Reihe. Und mein letztes Jahreshighlight, jetzt werdet ihr gleich alle sagen, oh, es war irgendwie so klar. Redwood Love, es beginnt mit einem Kuss, der zweite Teil der Redwood Love-Reihe. Dieses Buch hat mir auch so unglaublich gut gefallen. Ich liebe die Geschichte von Flynn und Gabby und diese Geschichte ist auch so gut in meinem Kopf geblieben. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, könnte ich sie eigentlich gleich nochmal lesen. Also es ist einfach eine wahnsinnig tolle Geschichte. Ihr wisst, dass ich diese Reihe sehr, sehr gefeiert habe. Ihr wisst, dass ich von dieser ganzen Reihe immer nur geschwärmt habe seit Juli. Und ja, deswegen, es musste definitiv ein Teil mit auf meine Jahreshighlights-Liste. Und wie gesagt, der zweite hat mir definitiv von allen am besten gefallen. Und deswegen, Redwood Love, es beginnt mit einem Kuss, ist eins meiner Jahreshighlights. Das sind sie, meine 5 Liebesromane für das Jahr 2018. Und ich sage jetzt einfach schon mal, was sind denn eure liebsten Bücher 2018 gewesen? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit den Fantasy-Büchern. Wie gesagt, da sind es 7 Stück, weil ich mich da einfach nicht festlegen konnte. Ich habe einfach zu viele gute Bücher dieses Jahr gelesen. Ursprünglich standen auf meiner Liste, ich glaube, 12 oder 13 Bücher, wo ich dann aber gedacht habe, oh, das wird ein bisschen viel für die Jahreshighlights. Deswegen habe ich mich dann auf diese 7 begrenzt, aber weiter runter konnte ich definitiv nicht gehen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit meinen Highlights in der Kategorie Jugend, Science Fiction, Fantasy, alles mögliche Bücher. Das erste Highlight, was ich gelesen habe 2018, war auch gleich im Januar. Und zwar ist das Angel Fall am Ende der Welt, der dritte Teil der Penryn? Wie heißt denn diese Reihe? Ich weiß es gerade nicht. Ich sag jetzt mal Angel Fall Reihe. Und dieses Buch war einfach so unglaublich gut. Ich fand das Ende so toll. Ich fand die ganzen Informationen und das, was alles hier im dritten Teil noch aufgedeckt wurde, einfach so unglaublich gut, weil da einfach Wendungen drin waren, die man einfach nicht hat kommen sehen. Und ich liebe die Angel Fall Reihe total und der dritte Teil definitiv eins meiner Jahreshighlights. Das Ende war einfach so unglaublich gut. Das Ende war einfach nicht so, es ist jetzt alles schön und das Leben ist happy und das Leben ist voller rosa Wolken, sondern es ist schon ein etwas anderes Ende gewesen und das fand ich ganz, ganz toll. Und ja, ich habe Angel Fall total gefeiert letztes Jahr im Januar und diese Geschichte ist mir immer noch in meinem Kopf geblieben. Und wenn ich so daran zurückdenke an diese Geschichte, finde ich das alles immer noch mega cool und mega krass, was da alles passiert ist. Und deswegen ist Angel Fall am Ende der Welt definitiv eins meiner Jahreshighlights 2018. Oh, es ist so schön und ich liebe Penryn und ich liebe Raffe und diese Reihe ist einfach so toll.
Machen wir weiter mit dem nächsten Buch und auch hier nochmal die Info, die Bücher haben keine bestimmte Reihenfolge, ich liebe sie alle gleich. Und ja, das zweite Buch, was ich euch zeigen möchte, ist Revenge, Sternensturm von Jennifer Armentrout. Es musste wenigstens ein Jennifer Armentrout auf meine Jahres-Highlights-Liste und Revenge war einfach so unglaublich gut. Ich habe Revenge ja jetzt erst vor kurzem gelesen und dieses Buch zu lesen war wirklich wie nach Hause kommen. Ich habe ja die Obsidian-Reihe damals sehr, sehr geliebt und jetzt wieder in diese Welt einzutauchen, auch wenn man andere Hauptcharaktere hat, das war wirklich einfach so ein Gefühl von nach Hause kommen. Man weiß, was in dieser Welt los ist, man kennt die Charaktere und man kennt die ganzen Umstände und das war einfach so toll, da wieder in diese Welt einzutauchen. Und ich liebe Luke. Ich habe Luke in der Obsidian-Reihe schon total geliebt und total gefeiert. Er war damals für mich schon immer so wie der Pate quasi und ich fand ihn damals schon ganz, ganz toll. Und ich bin ausgerastet, als ich gehört habe, dass es hier in dieser Reihe um Luke gehen wird. Und Jennifer Armentrout hat mich auch, was die Geschichte rund um Luke betrifft, nicht enttäuscht. Ich habe ja überlegt, wie sie das machen will mit Luke, weil ich da noch so was wusste in meinem Kopf, was so um Luke drumherum auch gewesen war. Und ich finde, Jennifer Armentrout hat das ganz, ganz toll umgesetzt und hat eine ganz, ganz tolle Geschichte erzählt. Und ich bin so gespannt, wie das hier weitergeht. Und ja, ich liebe Luke einfach. Ich liebe die Obsidian-Reihe. Ich liebe Revenge. Und ja, deswegen definitiv eins meiner Jahreshighlights. Wie sollte es anders sein? Ein Jennifer Armentrout-Buch muss es wenigstens auf meine Liste schaffen. Und mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, außer dass ich dieses Buch wieder sehr, sehr toll fand und sehr, sehr liebe und ich gespannt bin, wie es weitergeht und mich auf die weiteren Teile dieser Reihe freue. Machen wir weiter mit meinem nächsten Jahreshighlight und das sind zwei Bücher, die ich jetzt hier hochhalte. Es ist aber eine Geschichte und zwar Size von Neil Schusterman. Ich habe den ersten und auch den zweiten Teil dieses Jahr gelesen und ich bin super begeistert gewesen von dieser Geschichte. Ich feiere das auch immer noch total. Ich, liebe diese beiden Bücher. Diese Geschichte, die Neil Schusterman sich hier ausgedacht hat und die er hier erzählt hat, ist einfach so genial und so toll. Und ich bin so auf den dritten Teil gespannt, weil nach dem Ende vom zweiten Teil ist einfach mal alles offen. Es kann alles passieren, wirklich alles. Und ich bin gespannt, wo Neil Schusterman hier in dieser Geschichte ansetzt und was er uns im dritten Teil für eine Geschichte präsentieren wird. Und ja, ich liebe Size. Ich habe sehr viel über diese Bücher auch geschwärmt, glaube ich. Und ich kann euch diese Bücher wirklich nur empfehlen, wenn ihr Dystopien mögt, wenn ihr Bücher mögt, die nicht so schmalzig sind, denn das sind sie definitiv nicht. Neil Schusterman hat definitiv keinen schmalzigen Schreibstil. Und ja, also Size war einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich liebe diese beiden Bücher. Ich umarme sie gleich nochmal. Und ja, ich kann dazu nichts weiter sagen. Ich habe ja über diese Bücher das ganze Jahr immer schon gesprochen, aber Size definitiv der erste und auch der zweite Teil. Ein Jahreshighlight von mir, denn diese Geschichte war einfach so unglaublich gut. Also, dieser Mann, was der sich da ausgedacht hat, das ist einfach der Oberhammer. Hammerhart, ey. Einfach nur Hammer. So, ich stapel jetzt hier mal so ein bisschen um. Machen wir weiter mit meinem nächsten Jahreshighlight. Und ich habe es hin und her überlegt, ob ich dieses Buch mit auf meine Highlight-Liste nehme oder nicht, weil mir einfach hier der zweite Teil überhaupt nicht mehr gefallen hat. Aber ich habe den ersten Teil gelesen und ich habe dieses Buch so unglaublich gefeiert, wo ich es gelesen habe. Ich habe dieses Buch auch im Januar gleich mitgelesen. Und ich habe diese Geschichte so gefeiert. Ich fand, wo ich das Buch gelesen habe, diese Geschichte einfach so unglaublich gut, dass ich mir dachte, scheißegal, dass der zweite Teil total blöde war. Aber der erste, der hat dich umgehauen. Und zwar Die wahre Königin von Sophie Jordan. Das ist der erste Teil der Königreich der Schattenreihe. Das ist ja nur eine Dilogie. Und der zweite Teil hat mich wirklich enttäuscht, denn der zweite Teil war eher so wie ein Übergangsteil. Und auf den letzten 20 Seiten wurde dann alles aufgelöst, so frei nach dem Motto, ich muss jetzt noch irgendwie fertig werden und das fand ich nicht cool. Da hätte ich mich eher gefreut, wenn es noch einen dritten Teil gegeben hätte, wo dann halt alles in Ruhe aufgeklärt wäre. Das hätte auch mehr Sinn ergeben, aber naja, egal. Auf jeden Fall fand ich den ersten Teil, Die wahre Königin, so unglaublich gut. Ich habe dieses Buch total gefeiert beim Lesen. Ich fand hier unsere Protagonistin Luna so unglaublich toll, denn Luna hat etwas an sich, was etwas ganz, ganz Besonderes ist und auch Fowler fand ich ganz, ganz toll und was die beiden hier in diesem ersten Teil erlebt und was die beiden hier im ersten Teil erlebt haben, das war einfach so unglaublich gut und ich habe den ersten Teil wirklich gefeiert und deswegen dachte ich mir, scheiß drauf, wenn der zweite Teil dir nicht mehr so gefallen hat, aber der erste, der hat es definitiv in sich gehabt und deswegen musste ich dieses Buch mit auf meine Jahreshighlights-Liste setzen, weil einfach dieses Buch so unglaublich gut war und ja, ich fand es einfach so toll erzählt und toll geschrieben und
der erste Teil war einfach so unglaublich gut und der zweite war dann halt leider nicht so gut. Verdammt! Aber was will man machen, ne? Das kann man dann nicht ändern, wenn der zweite Teil halt dann verkackt hat. Machen wir weiter mit dem nächsten Jahreshighlight und jeder, der mir auf Instagram folgt, weiß schon, dass es ein Jahreshighlight von mir ist. Und zwar das Gold der Krähen von Leigh Bardugo. Das ist der zweite Teil der... Wie heißt es diese Reihe noch gleich? Six of Crows oder so? Ist ja auch wurscht. Das ist der zweite Teil auf jeden Fall zu Das Lied der Krähen und... Leigh Bardugo hat es hier wieder geschafft, eine so unglaublich gute Geschichte zu schreiben. Das Lied der Krähen war ja letztes Jahr schon eins meiner Jahreshighlights und das Gold der Krähen hat es auch wieder geschafft auf meine Highlightliste. Einfach weil diese Geschichte so unglaublich gut ist. Was Leigh Bardugo sich hier ausgedacht hat, wie sie den Leser auch an der Nase herumführt, das ist einfach so richtig gut gewesen. Ich habe so mitgefiebert in dieser Geschichte mit den Charakteren. Ich war so darauf gespannt, wie das Ganze am Ende ausgeht. Ich war so fasziniert auch davon, wie Leigh Bardugo es geschafft hat, dich als Leser auf die falsche Fährte zu führen. Und also mich hat sie damit auf jeden Fall gekriegt. Und ich fand halt einfach alles, was dieses Buch betrifft, dieses ganze Drum und Dran einfach richtig gut. Die Charaktere waren perfekt. Die Welt ist perfekt ausgearbeitet für mich. Es stimmt hier einfach alles in diesem Buch. Und ja, das Gold der Krähen, definitiv eins meiner Jahreshighlights. Ich liebe diese Geschichte. Und ich bin schon so gespannt auf die neue Reihe, die Leigh Bardugo schreiben wird. Die neue Reihe wird ja auf jeden Fall wieder in der Welt der Grischa spielen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, soll es um den König der Grischa gehen. Ich habe seinen Namen gerade vergessen. Auf jeden Fall kommt er hier in diesem Buch auch schon drin vor und man lernt ihn hier schon kennen. Und ich bin schon sehr gespannt auf die neue Reihe und Leigh Bardugo hat es einfach drauf, unglaublich gute Geschichten zu schreiben. Und ich müsste Grischa eigentlich auch endlich mal noch lesen. Den ersten Teil hatte ich ja vor 2 Jahren schon gelesen. Teil 2 und 3 sind ja seit diesem Jahr in meinem Besitz. Das heißt, ich könnte diese Reihe dann auch mal irgendwie beenden. Das werde ich mir für nächstes Jahr auf jeden Fall vornehmen. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, außer dass es hier für mich eine perfekte Geschichte ist, mit perfekten Charakteren, mit einer perfekten Welt. Bei diesem Buch stimmt einfach alles und es ist einfach eine so unglaublich gute Geschichte und definitiv ein Jahreshighlight, wenn nicht sogar das Jahreshighlight für mich, einfach weil dieses Buch mir so viel gegeben hat. Und ja, das Gold der Krähen. Mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass ich diese Geschichte unglaublich liebe, genau wie alle anderen Geschichten, die ich euch zeige. 2 Bücher haben wir noch und das vorletzte Buch, was es auf meine Jahreshighlights-Liste geschafft hat, ist Diabolik 2 von S.J. Kincaid, durch Wut entflammt. Dieses Buch hat mein Herz gebrochen, wirklich. Ich habe so mit Nemesis wieder mitgelitten. Ich habe mit Nemesis im ersten Teil schon extrem gelitten und auch hier im zweiten Teil habe ich sehr wieder mit ihr gelitten und am Ende war mein Herz gebrochen. Wirklich. Ich saß hier, ich war total fassungslos. Ich war am Boden zerstört. Ich war traurig. Ich habe gedacht, das kannst du uns nicht antun. Warum? Warum? Also wirklich, ich habe bei diesem Buch ja wirklich sehr gelitten. Und ich liebe Nemesis. Und ich liebe Nemesis als Protagonistin in diesem Buch einfach sehr. Und ich finde auch die ganzen anderen Charaktere einfach ganz, ganz toll. Diabolik ist ja eine Reihe, die in der Zukunft spielt. Das ist Science Fiction. Die Geschichte spielt im Weltall. Und Nemesis ist ein genetisch erschaffenes Wesen. Und Nemesis möchte eigentlich nur als Mensch akzeptiert werden. Und ja... Diese Reihe entwickelt sich dann in eine ganz, ganz andere Richtung und wie gesagt, der zweite Teil hat mich einfach zerstört. Das Ende war einfach so krass. Das war einfach so schlimm und ich bin jetzt so auf den dritten Teil gespannt. Ich bin gespannt, ob S.J. Kincaid es hier irgendwie schafft, das Ruder noch rumzureißen. Gerade auch, was diese Liebesgeschichte betrifft, die in dieser Geschichte drin vorkommt. Es war einfach so krass. Mehr sage ich dazu nicht. Und ich liebe Diabolik. Ich habe den ersten Teil schon gefeiert. Der erste Teil war letztes Jahr, glaube ich, auch eins meiner Jahreshighlights, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, deswegen. Diabolik 2 definitiv eins meiner Jahreshighlights, denn diese Geschichte hat mich einfach zerstört. Ich habe so mit Nemesis gelitten wie mit keinem anderen Charakter dieses Jahr. Es ist wirklich so. Es ist einfach zu heftig gewesen. Und ja, ich kann euch Diabolik immer wieder nur empfehlen, wenn ihr gerne Science Fiction lest und Jugendbücher, schaut euch das auf jeden Fall an. Ich liebe, liebe, liebe diese Geschichte. So, und wer mich jetzt kennt und wer jetzt aufgepasst hat, weiß, was hier in diesem Stapel eigentlich noch fehlt. Und derjenige weiß auch, was für eine Reihe ich dieses Jahr noch beendet habe. Und ja, deswegen kann eigentlich mein letztes Jahreshighlight nur eins sein. Das Reich der 7 Höfe, Sterne und Schwerter, der 3. Teil,
dieser Reihe. Es ist ja nicht der letzte Teil dieser Reihe, aber die Geschichte von Feya und Rhysand ist ja jetzt hiermit erstmal so weit abgeschlossen. Und auch dieses Buch hat mich zerstört, streckenweise. Aber es hat mich dann am Ende wieder schon zusammengesetzt. Und ich habe hier in diesem Buch geflucht. Ich habe in diesem Buch geschrien am Ende. Ich habe wirklich hier gesessen und gesagt, das kann nicht sein. Nein, ich will das nicht. Und dann so, oh mein Gott. Ich habe hier wirklich lautstark mitgelesen und mitgefiebert und mitgelitten. Es dürfte euch nicht überraschen, dass das Reich der Sieben Höfe definitiv eins meiner Jahreshighlights ist. Denn ich liebe Feya, ich liebe Rhysand. Ich fand diese ganze Geschichte einfach so unglaublich gut. Und ja, deswegen ist es definitiv eins meiner Jahreshighlights. Dieses Buch ist echt ein Klopper. Und ich habe, wo ich das angefangen habe zu lesen, dachte ich schon so, oh mein Gott, dieses Buch ist sehr dick. Wie lange werde ich wohl brauchen? Ich habe nicht lange gebraucht. Ich glaube, ich habe eine Woche an diesem Buch gelesen. Aber auch nur, weil ich es mir mehr oder weniger eingeteilt habe und halt nicht alles mit einmal gelesen habe, wenn ich mich recht erinnere. Aber was habe ich denn hier noch drin? Ah, hier ist noch so ein Lesezeichen drin in dem Buch. Ich habe mich gerade gewundert, was das ist. Ja. Aber das Reich der Sieben Höfe, eine ganz, ganz tolle High-Fantasy-Reihe. Ich glaube, ich brauche hier nichts mehr dazu sagen. Ich glaube, jeder von euch kennt diese Geschichte. Und der dritte Teil war einfach so unglaublich gut. Diese Schlacht am Ende war so unglaublich gut. Es war so viel Dramatik am Ende. Es sind so viele Sachen am Ende auch aufgedeckt worden, wo du so dachtest, oh mein Gott, das macht jetzt sowas von Sinn alles. Und es sind auch noch so, so viele Dinge offen geblieben. Und deswegen freue ich mich, dass hier diese Geschichten auf jeden Fall weitergehen, dass die Nebencharaktere ihre eigenen Geschichten bekommen. Und ich freue mich schon sehr auf Court of Frost and Starlight. Ich merke mir einfach nicht, wie der deutsche Titel dazu ist. Dieses Buch kommt ja, glaube ich, im März raus und da freue ich mich schon so unglaublich drauf. Und bin gespannt, was dann mit Feya und Rhysand und den anderen hier so im Nachgang passiert. Das Reich der Sieben Höfe definitiv eins meiner Jahreshighlights. Ich liebe, liebe, liebe diese Reihe. Das sind sie, meine Jahreshighlights, was Jugendbücher, Science-Fiction, High-Fantasy, alles Mögliche betrifft. Und ja, ich finde, ich habe ganz, ganz viele tolle... Und ich kann nur sagen, dass ich dieses Jahr wirklich viele, viele gute Bücher gelesen habe. Es waren ein paar Bücher dabei, die jetzt nicht so mein Fall gewesen sind. Und zu denen kommen wir jetzt. Und ja, seid gespannt, was das für Bücher waren. Bei meinen Lowlights ist es so, dass ich hier jeweils 5 Bücher rausgesucht habe und das sind halt die 5 Bücher, die mir am wenigsten gefallen haben von allen Büchern, die ich dieses Jahr einfach gelesen habe. Ich habe viele Bücher davon auch schon gar nicht mehr hier. Ich würde sagen, wir fangen hier mal mit den Jugendbüchern an, weil wir gerade einmal bei den Jugendbüchern waren und ich zeige euch die 5 Bücher, die mir halt am wenigsten gefallen haben. Und das erste Buch habe ich auch im Januar gleich gelesen und zwar war das Starters von Lissa Price. Ich weiß noch, dass dieses Buch mir einfach zu jugendlich war, zu kindlich und ich habe die Protagonistin nicht verstanden. Sie hat mir einfach zu kindisch reagiert an vielen Stellen und es war einfach nicht meine Geschichte. Ich hatte ja den ersten und den zweiten Teil da. Ich habe den ersten Teil auch mit irgendjemandem zusammengelesen, das weiß ich noch. Ich weiß aber gerade nicht mehr mit wem und ich weiß, dass ich beide Teile dann verschenkt habe, einfach weil diese Geschichte überhaupt nicht meins war. Ich fand den Anfang der Geschichte gut, aber wie sich das alles dann so entwickelt hat am Ende, das war einfach nicht mehr meins. Und ja, deswegen ist Starters definitiv für mich eins der Bücher, die mir am wenigsten gefallen haben 2018, weil es einfach nicht meine Geschichte war. Es war einfach zu jugendlich. Ja, dann habe ich ein Buch gelesen, was viele von euch gefeiert haben, wo viele auch damals gesagt haben, was, gefällt dir nicht? Und zwar war das Morgentau, der erste Teil der Königreich der vier Jahreszeiten-Reihe, glaube ich, heißt das. Oder die Kinder der vier Jahreszeiten. Ich weiß nicht mehr, wie diese Reihenbezeichnung ist. Auf jeden Fall habe ich Morgentau gelesen von Jennifer Wolf und es war überhaupt nicht meine Geschichte. Ich fand das, was da am Ende gewesen ist, das war absolut nicht meins. Ich habe das alles nicht verstanden und ja, es war einfach nicht mein Buch und ich habe dieses dünne Büchlein ja gelesen, es hat ja auch nur 200 Seiten, aber ich war mit dem Ende nicht zufrieden. Ich habe Nevin nicht verstanden, ich habe sie nicht verstanden, ich konnte das alles einfach nicht nachvollziehen und ja, es war einfach nicht meine Geschichte und deswegen hat es Morgentau leider auf die Lowlight-Liste geschafft. Dann habe ich noch ein Buch gelesen, was mich enttäuscht hat, in dem Sinne von, weil ich mir mehr davon versprochen hatte. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Buch ist. Dieses Buch müsste eigentlich irgendwo in meiner Wohnung sein. Auf jeden Fall habe ich dieses Buch eigentlich da, aber ich finde es gerade nicht. Ja, diese Geschichte hat mich enttäuscht in dem Sinne, dass ich mir mehr davon versprochen hatte. Und zwar Winefire von Lynn Raven. Ich fand die Geschichte im Großen und Ganzen schon gut. Aber hier waren so viele Dinge, die mir einfach nicht gepasst haben.
die für mich unstimmig waren, die für mich unlogisch waren. Und ja, deswegen ist Wildfire leider eins der Bücher, das mir nicht so gefallen hat 2018 und deswegen mit auf dieser Liste gelandet. Aber wie gesagt, die Geschichte an für sich war nicht schlecht, aber mir waren hier einfach zu viele Ungereimtheiten in dieser Geschichte. Und ja, ich habe mir einfach irgendwie was anderes vorgestellt. Deswegen ist Wildfire halt auf dieser Liste gelandet. Dann habe ich noch gelesen 2018 Winter Song von S.J. Jones. Ich habe ja hier ewig hin und her überlegt, was ich von diesem Buch halten soll. Ich habe ewig hin und her überlegt, ob ich den zweiten Teil lesen würde, wenn er rauskommt. Ich habe ewig hin und her überlegt, was mir dieses Buch gegeben hat. Ich fand die Geschichte an und für sich nicht schlecht. Das muss ich wirklich sagen. Ich fand die Geschichte rund um den Erlkönig wirklich richtig gut. Ich fand das toll, was die Autorin sich hier ausgedacht hat, aber diese Umsetzung, die war einfach so schrecklich. Diese Balladenform, in der dieses Buch hier geschrieben wurde, war einfach... Dieses Buch zu lesen war ein einziger Kampf, weil ich einfach am liebsten immer gesagt hätte, ich will nicht mehr, das macht keinen Spaß, es ist so anstrengend und man muss so viel drüber nachdenken und man muss Absätze zweimal lesen, weil ich einfach viele Dinge nicht gleich verstanden habe, was hier passiert ist. Und das war so überhaupt nicht meins und ja, deswegen habe ich entschieden, dass ich Wintersong zum einen, sollte der zweite Teil jemals übersetzt werden, nicht weiterlesen werde und dass es aufgrund dieser ganzen Artikulation und Ausdrucksweise in diesem Buch nicht meins war. Und ja, ich kann die Geschichte noch so toll finden, wenn der Lesefluss einfach nicht passt und nicht stimmt, dann passt es leider alles nicht und deswegen ist Wintersong auf dieser Liste gelandet und eins der Bücher, die mir am wenigsten gefallen haben 2018. Leider, weil wie gesagt, die Geschichte an für sich fand ich einfach richtig cool. Ja, kommen wir zu meinem letzten Buch und dieses Buch habe ich vor kurzem erst gelesen und auch hier kann ich nur sagen, dass ich von diesem Buch mir etwas ganz, ganz anderes erhofft hatte oder erwartet hatte, als dass es eigentlich war. Ich habe hier von der Geschichte her einfach eine komplett andere Story erwartet, als das, was ich bekommen habe. Und ich habe in meinem Video dazu gesagt, dass ich den Anfang von diesem Buch richtig gut fand und auch das Ende von diesem Buch richtig gut fand. Aber der ganze mittlere Teil war einfach nicht meins. Es war langweilig, da ist für mich nicht viel passiert. Da hatte mich einfach... Das war einfach so... Und zwar rede ich von... Catwoman, Diebin von Gotham. Und auch hier kann ich wieder nur sagen, dass dieses Buch kein schlechtes Buch war. Ne? Also wie gesagt, meine Lowlight-Bücher sind nicht alles schlechte Bücher, es sind halt einfach die Bücher, die mir am wenigsten gefallen haben von allen, die ich gelesen habe. Und bei Catwoman, hatte ich euch ja schon gesagt, war es halt wirklich so, dass ich hier eine komplett andere Story erwartet hatte. Dass ich von der Protagonistin was komplett anderes erwartet hatte. Dass ich... halt einfach auch von Sarah J. Maas was anderes erwartet hatte, dass ich hier auch wirklich sehr enttäuscht war, dass für mich einfach keine Spannung aufgekommen ist in der Geschichte. Und ja, dieses Buch hat mich einfach wirklich enttäuscht, das kann ich nicht anders sagen. Ich fand den Anfang wirklich gut. Diese Geschichte hatte hier einen Zeitsprung drin, am Anfang gleich von heute dann zu 2 Jahre später und alles, was so heute passiert ist, fand ich wirklich richtig toll. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber alles, was nach diesem Zeitsprung kam, war einfach nicht mehr meins. Und die letzten 50, 60 Seiten haben mir sehr, sehr gut gefallen, weil da war dann die fette Action los, da sind Dinge aufgeklärt worden und da hat man dann vieles erfahren und man hat dann auch vieles verstehen können. Aber alles, was hier so dazwischen war, diese 260 Seiten, war einfach total langweilig und total unnötig. Und wie gesagt, ich habe mir von der Geschichte an und für sich etwas ganz anderes erwartet. Mir hat ja der Superhelden-Touch einfach gefehlt in diesem Buch. Und ja, wenn ihr mehr wissen wollt, warum mir das Buch nicht so gefallen hat, dann schaut im Video vorbei. Da gehe ich nochmal auf Näheres an. Ich kann nur sagen, dass mich dieses Buch sehr enttäuscht hat und deswegen ist es auf dieser Liste gelandet. Aber es ist im Prinzip kein schlechtes Buch. Es ist nicht so, dass ich sage, dieses Buch ist grützeschlecht und total scheiße, um Gottes Willen, nein. Aber es hat mich einfach enttäuscht, weil ich einfach eine komplett andere Erwartung hatte an diese Geschichte, als das, was es eigentlich war. Das waren die Science-Fiction-Jugend-Fantasy-Halt-Irgendwas-Bücher. Kommen jetzt als nächstes zu den 5 Liebesromanen, die mir am wenigsten gefallen haben dieses Jahr. Und ich würde sagen, ich fange mit den 3 Büchern an, die ich noch zu Hause habe. Und zwar zum einen Save Me von Mona Kasten. Ich habe diesen Hype um dieses Buch absolut nicht verstanden. Ich habe dieses Buch gelesen. Ich fand dieses Buch, ja, ganz nett. Aber ich habe nicht verstanden, dass man dieses Buch so über den Klee gelobt hat. Denn diese Geschichte war nichts Besonderes. Diese Geschichte hat man in irgendeiner Art und Weise schon 150.000 Mal woanders gelesen und für mich war das definitiv nichts Neues. Ich fand die Protagonistin in diesem Buch auch irgendwie ein bisschen... Ich komme nicht auf das Wort. Ich
weiß gerade nicht, wie das Wort heißt. Aber sie war einfach nicht mein Fall. Und ich mochte ihn auch gar nicht. Ich habe seinen Namen auch schon wieder total vergessen. Wie hieß er denn? James. Ja, James. Ich fand den einfach nicht toll. Ich habe dem nichts abgewinnen können. Der hat die immer scheiße behandelt und sie fand ihn trotzdem ganz toll. Und dann auch, was da am Ende passiert ist, das war einfach so überhaupt nicht meins. Und ja, es war einfach nicht meine Geschichte und deswegen ist Save Me definitiv eins der Bücher, die mir am wenigsten gefallen haben, was Liebesromane dieses Jahr betrifft. Ich habe diese Reihe auch nicht weitergelesen. Ich habe auch null Ambition, da irgendwie weiterzulesen. Ich glaube, Teil 2 und 3 ist auch nur eine Fortsetzung und Wiederholung des ersten Teils. Zumindest klingt es für mich so nach der Inhaltsangabe. Und meine Arbeitskollegin meinte auch, ja, hast du nichts verpasst, wenn du nicht gelesen hast. Sie hat den zweiten und dritten Teil nämlich gelesen und meinte, es ist Teil 1 quasi nochmal wiedergekaut in etwas anderer Form. Mir hat mich halt, was das betrifft, enttäuscht, weil ich ja die Again-Reihe von Mona Kasten gelesen habe. Und Feel Again war ja letztes Jahr eins meiner Jahreshighlights. Und ich habe halt einfach erwartet, dass Mona Kasten ihr Niveau hält. Das, was sie in der Again-Reihe halt auch erreicht hat am Ende. Ich finde, man hat bei ihr von Begin Again zu Feel Again halt schon die Entwicklung gemerkt. Und ich finde, man hat halt gemerkt, dass sie ihren eigenen Stil gefunden hat, dass sie ihr Ding für sich gefunden hat. Und ich fand das toll. Und dann habe ich Save Me gelesen und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe Begin Again gelesen oder noch vorher die Bücher. Das war einfach für mich so ein Rückschritt, dieses Buch. Ich kann das nicht anders erklären. Ich weiß nicht, was mit dem Schreibstil passiert ist aus Feel Again. Ich weiß nicht, was mit dem Ideenreichtum passiert ist aus Feel Again. Aber dieses Buch war für mich 1000 Rückschritte als Fortschritte, was die Autorin betraf. Und ja, hat mich, was das betrifft, sehr enttäuscht. Was mich auch enttäuscht hat, ist Play On, Dunkles Spiel. Ich liebe die Bücher von Samantha Young, jedes einzelne. Und ich habe mich sehr auf Play On gefreut. Und ich habe dieses Buch dann gelesen und dachte so, was ist das? Was ist hier los? Dieser Buchtitel passt einmal so überhaupt gar nicht zur Geschichte, denn dieses dunkle Spiel, von dem hier die Rede ist, passiert am Ende auf den letzten 20 Seiten mal so ganz kurz angerissen. Und ich habe mir einfach so die ganze Zeit gedacht, was soll das? Warum? Was ist das für eine Geschichte? Ich verstehe das nicht. Und wir haben ja einen sehr, sehr großen Teil, was die Protagonistin betraf, von vorher. Das heißt, man lernt sie in der Vergangenheit kennen, man lernt ihre frühere Beziehung kennen und dann passiert etwas. Und dann gibt es den Nachher-Teil. Und dieser Vorher-Teil nimmt einfach mal, ich glaube, 150 Seiten von dieser Geschichte weg. Also ich sag mal, so ein Teil. Dann kommt hier noch das, was nachher passiert und es macht dann wieder einen Rücksprung zu vorher wieder und also, ja. Dieses Buch hat mir definitiv vom Aufbau her nicht gefallen. Ich habe das nicht verstanden, warum die Autorin das alles so gemacht hat und dafür, dass ich Samantha Young so liebe, hat mich dieses Buch einfach mega enttäuscht. Einfach was das Ganze drum und dran betraf. Die Geschichte, wie gesagt, ich habe nicht so richtig gewusst, was ich davon halten soll. Also wie ich schon sagte, ich weiß nicht, was ich von diesem Buch halten soll. Ich fand Aiden ganz, ganz toll als Charakter in diesem Buch. Ich fand Nora eigentlich auch ganz okay als Protagonistin in der Geschichte, aber mir hat die ganze Umsetzung und das Ganze drum und dran so nicht zugesagt und ich war da wirklich sehr enttäuscht von dieser Geschichte, weil ich einfach Samantha Young total liebe und ich mir gedacht habe, Frau, was hast du hier getan? Warum? Aber es ist kein schlechtes Buch. Es gibt weitaus schlimmere Bücher, die kommen dann gleich noch. Aber es hat mich halt sehr enttäuscht, weil ich einfach von der Autorin einiges anderes gewohnt bin und Besseres gewohnt bin. Machen wir weiter mit dem dritten Buch und zwar ist das Pure Desire von Mia Williams. Dieses Buch habe ich auch erst vor kurzem gelesen und auch dieses Buch war einfach nicht meine Geschichte, einfach aus dem Grund, weil der erotische Anteil hier einfach so unglaublich hoch war. Die Erotik stand hier definitiv im Vordergrund und nicht die Handlung und die Charaktere und das hat mich einfach so unglaublich genervt. Ich habe hier gehofft, dass das so eine Geschichte ist Richtung Green Mountain Serie, aber nein, leider nicht. Leider nicht. Es sollte sowas sein in Richtung Green Mountain Serie, aber dadurch, dass der erotische Anteil, wie gesagt, hier so hoch ist, bleibt die Geschichte, die Charaktere und alles andere leider auf der Strecke. Und die Geschichte ist auch sehr offensichtlich. Es gibt hier Charaktere, wo du dir einfach nur den Kopf fässt und denkst so, warum? Warum tut keiner was? Es gibt hier so eine 16-jährige Schwester, die einfach alles sich rausnimmt, die einfach alles tut und es erfolgen nie Konsequenzen für sie. Und das habe ich einfach null verstanden. Und ja, das und wie gesagt, dieser hohe erotische Anteil hat dieses Buch für mich zu einem der schlechtesten
Bücher 2018 gemacht. Ich glaube, dass es Leute gibt, die dieses Buch absolut mögen werden. Halt gerade Leute auch, die gerne Bücher mit einem hohen erotischen Anteil lesen. Aber meins war es halt leider einfach nicht. Zwei Bücher habe ich noch und zwar sind das Bücher, die ich auch nicht mehr zu Hause habe. Das vorletzte Buch ist Victorian Rebels, der erste Teil, Mein schwarzes Herz. Hier fand ich den Anfang ganz cool von der Geschichte, aber auch wie sich diese Geschichte dann entwickelt hat, das war so überhaupt nicht mehr meins. Ich fand das Ende einfach so dämlich und ja, es war einfach dann nicht meine Geschichte. Ich habe das Buch meiner Arbeitskollegin dann geschenkt. Sie fand das ganz, ganz toll und hat dieses Buch geliebt und ich habe sie damit sehr glücklich gemacht und das hat mich sehr gefreut, dass dieses Buch ein tolles neues Zuhause gefunden hat, aber meins war es halt einfach nicht. Wie gesagt, ich fand den Anfang ganz cool. Ich fand cool, dass die Protagonistin hier beim Scotland Yard arbeitet und halt sehr eigenständig auch ist für die Zeit, wo das Ganze halt auch spielt. Aber dann, wie sich die ganze Geschichte entwickelt hat, das war so gar nicht meins. Und auch der erotische Anteil nahm hier dann zum Ende hin immer mehr zu und dominierte die Geschichte für mich schon fast. Und das war auch nicht meins. Und ja, es war einfach nicht meine Geschichte. Und ja. Was soll ich dazu sagen? Es war einfach nicht meins. Meine Arbeitskollegin habe ich glücklich gemacht, indem ich ihr das Buch vermacht habe. Und ich habe die weiteren Teile dann auch nicht gelesen. Es hat mich null angereizt, da irgendwie weiterzulesen. Und ja, deswegen ist dieses Buch halt auch auf meiner Liste gelandet. Einfach, weil es nicht meine Geschichte war, weil es mir am wenigsten gegeben hat, weil es mich nicht überzeugen konnte. Und ja, weil ich es auch gar nicht mehr besitze. Von daher ist es, denke ich mal, gerechtfertigt, dass dieses Buch auf dieser Liste landet. Aber ich muss auch hier wieder sagen, es ist keine schlechte Geschichte. Es war halt einfach nicht meins. Kommen wir jetzt zu meinem letzten Buch von meinen Lowlights. Und das ist wirklich das einzige Buch, wo ich sage, dieses Buch ist absolut scheiße. Also definitiv für mich ein Buch, was absolut schlecht ist, was übertrieben ist, überzogen. Und ihr wisst, ich liebe übertrieben, überzogen und Kitsch. Aber dieses Buch ist einfach zu viel. Einfach viel zu viel. Man hätte aus diesem Buch 5 Bücher machen können. Und dadurch, dass das so überschlagend war, war das einfach zu viel von allem. Und es war einfach nur, ich habe mich so aufgeregt über diese Charaktere. Ich habe mich aufgeregt über die Story. Ich habe mich aufgeregt über das, was da alles passiert ist, über die ganzen Umstände. Das war einfach zu viel und das war überhaupt nicht meins. Und zwar rede ich von Bourbon Kings von J.R. Ward. Ich weiß, dass ganz, ganz viele dieses Buch lieben. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele diese Reihe total feiern. Aber für mich war es einfach nur Scheiß. Und ich kann es nicht anders sagen. Ihr könnt mich dafür jetzt hassen, wie ihr wollt. Ich fand dieses Buch einfach nur schlecht. Es war einfach zu viel. Ich möchte jetzt nicht wieder im Detail sagen, was mich genau alles genervt hat. Aber dieses Buch war für mich einfach nur Scheiß. Die Charaktere waren Scheiß. Das ganze Drum und Dran war Scheiß. Die Story war Scheiß. Es hat mir einfach null gefallen. Ich habe dieses Buch, glaube ich, so bis kurz vor Hälfte gelesen. Oh, Milo ist erwacht. Guten Morgen. Okay, er geht doch wieder in sein Bettchen. Dieses Buch war einfach zu viel von allem. Und ihr könnt mich dafür jetzt hassen oder halt auch nicht. Es ist meine Meinung. Ich fand dieses Buch einfach nur saudämlich. Und es tut mir leid. Das ist nichts persönlich gegen die Leute, die dieses Buch mögen. Fühlt euch jetzt bloß bitte wieder nicht angegriffen, weil ich dieses Buch scheiße finde. Das möchte ich an dieser Stelle noch einfach einmal erwähnt haben. Aber ich fand dieses Buch nicht gut. Ich fand nichts an diesem Buch gut. Wie gesagt, ich habe es bis so kurz vor die Hälfte damals gelesen. Ich habe es auch mit irgendwem zusammengelesen, habe dann gesagt, hier, jo, bis hierhin und nicht weiter. Und ich habe dann so grob quer gelesen bis zum Ende. Also wirklich so im Groben mal so durchgeblättert, was dann am Ende so alles noch passierte. Und ich habe mir nur einen Kopf gefasst. Bei jedem Ding, was ich da gelesen habe, habe ich mir einen Kopf gefasst und habe gedacht, ist klar. Ist klar. Macht Sinn. Nein, das war mir einfach zu viel von allem und es war einfach überhaupt nicht mein Buch, es war nicht meine Charaktere, es war nicht meine Story, das war einfach alles null mein Ding und ja, für mich war es halt der größte Scheiß überhaupt, aber fühlt euch bitte nicht angegriffen, wenn ihr dieses Buch gut fandet. Wenn es euch gefallen hat, dann ist das alles super, dann ist das toll, dann freue ich mich für euch, aber meins war es halt einfach nicht und ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch dazu, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Das waren sie, meine Buch-Highlights und meine Buch-Lowlights aus dem Jahr 2018. Schreibt mir doch gerne mal eure Buch-Highlights und Lowlights unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.